KinoCast. Herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Chris. Hallo Erik. Wie man schon merkt, anstatt Ladies First, die Kate ist heute nicht dabei. Schöne Grüße von unserer Seite. Gute Besserung. Gute Besserung, ja. Dann müssen wir beide hier über Filme reden. Da können wir jeden noch so sexistischen Witz können wir mitnehmen. Nee, können wir nicht, weil dann bekommst du einen Tadel. Ach so, okay. Ja, also wir reden natürlich über Filme. In der Sneak Preview gab es den Film Lamp, der auch auf dem Filmfestival in Cannes lief, wo auch der Film Titan lief. Ne? Dann waren wir alle nochmal im Kino bei der Weihnachtsfeier, wo der Chris eingeladen hatte für die KinoCast Weihnachtsfeier zu Spider-Man No Way Home. Wow. Ja, dazu später mehr. Dann habe ich noch was geschaut, einen Film, den ich noch auf der Liste hatte. Reminiszenz, die Erinnerung stirbt nie, dazu später mehr. Und ich habe ja auch diesen Krokodil-Horrorfilm, den wir vor zwei Folgen mal angesprochen hatten, bei diesem australischen Film, diesen Rogue im falschen Revier, den habe ich mir mal geholt und habe den auch mal gesichtet. Wenn du jetzt nochmal sagst, dazu später auch mehr, dann... Dazu gibt es dann später mehr zu hören, ja, definitiv. Also bleib dran, gleich nach der Werbung geht's los. Genau, wir machen erstmal ein bisschen Werbung. Was ist gerade mal angesagt? Mit Blur Boy ist der Tag im Arsch. Was machen gerade mal alle? Koro Drogerie und Swappy und was gibt's noch? Blur Boy. Naja, aber was ich echt empfehlen kann, ist Audible. Dazu später mehr. Dazu aber später mehr. Ich habe auch noch, ich will noch ein bisschen was über Serien mal gucken. Wie, ich glaube, die eine in Just Like That rede ich mal, wenn Kate da ist, weil ich glaube, du hast da nicht reingeguckt. Nein. Genau. Dann lasse ich die mal Wobei, aus. Wobei, Serien mit einem sprechenden Pferd interessieren mich eigentlich schon. Na, aber dazu später mehr. So schlimm ist es nicht. Dopesick haben wir noch, Masters of the Universe, Revelation Teil 2. Und das war's, glaube ich, dann, außer was uns sonst noch so einfällt. Wir beginnen mal mit dem Film Lamp. Da habe ich mir extra mal die Story rausgesucht, denn wir waren da nicht in der Sneak Preview. Und ich glaube, wir haben nicht so viel verpasst. Also die Kurzfassung hier bei Moviepilot ist es ist ein isländischer Mystery-Horrorfilm. Da nimmt ein kinderloses Paar, gespielt von Numi Rapaz und Hilmir Snær Gudnason, ein Baby bei sich auf. Die hat gerade ihr Kind verloren bei der Geburt, was ja sehr tragisch ist. Und die sind sehr traurig, weil sie keine Kinder haben können. Und dann wird aber der Babywunsch dann zu Weihnachten auf eine ungewöhnliche Weise erfüllt, denn sie finden ein neugeborenes Kind, welches zur Hälfte Schaf und zur Hälfte Mensch ist. Also der Kopf ist ein Schaf. Der Kopf ist ein Schaf und irgendwie unten dran ist Mensch dann, also ab dem Hals. Entschuldigung. Sehr seltsam. Also wird auch hier sehr, sehr komisch besprochen. Also ich glaube, entweder man findet sich da voll rein und ist voll auf diesem Arthouse-Trip und kann da irgendwas abgewinnen und es erwischt einen vielleicht an irgendeinem Punkt, wo man sagt, boah, ich bin da jetzt gerade voll betroffen und es nimmt mich mit oder so. Aber ich glaube, alle anderen werden das sehr dämlich finden und ich glaube, so wäre es uns auch in der Sneak gegangen. Aber ja, was haben denn so die anderen Leute? Gibt es da irgendwie Bewertungen schon? Hast du da mal? Hat da jemand? Was ich gesehen habe, ist überschwänglich, fast schon. nee, tatsächlich, Lamp hat einiges an Punkten einkassiert. Also von 2 bis 7 ist alles dabei. Hm. Der schwankt irgendwo tatsächlich im Mittelfeld. Ja, ich sehe nur, jemand hat hier unten drunter einen traurigen Smiley gepostet. Einen weinenden Smiley. Hm. Na, mal gucken, was es dann nächste Woche gibt bei der letzten Sneak vor Weihnachten, wo es ja vielleicht eine kleine Änderung gibt beim Quiz. Eine riesen Überraschung gibt es da. Eine unfassbar riesenhafte, großartige Überraschung. Ein unglaubliches Comeback, mit dem keiner rechnet. Das muss reichen. Dazu später mehr. Und der Tipp für die morgige Sneak? Augen auf bei der Partnerwahl. Ist da schon was eingegangen? Ah ja, hier. Ist da schon was eingegangen? Ja, deine Pflanze im Hintergrund. Da sagt jemand, die Neuverfilmung von Christine. Wusste gar nicht, dass da eine gibt. Gibt es da eine Neuverfilmung? Keine Ahnung. Ich
sehe nur unbekannter Starttermin für irgendwas. Matrix finde ich natürlich gut. Was Christine heißt, ja gut, aber das hat ja nicht, weiß nicht, Augen auf bei der Partnerwahl. Weiß ich nicht, ob das so recht passen könnte. Es sei denn, Carrie Ann Moss wird da abtrünnig oder so. Aber ich möchte schon mal anmerken, dass ich wahrscheinlich in Matrix reingehen werde. Relativ zeitig, weil ich bin da gehypt. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht so. Das überrascht mich jetzt echt. Ja, ihr seid jetzt nicht so, aber ich habe jetzt auch auf Sky, als die nochmal liefen, habe ich nochmal geguckt und so. 2 und 3 ist unsagbar schlecht. Also 2 geht noch so halb, aber 3 ist unsagbar schlecht. Und ich hoffe einfach, dass ich hier die 4, wenn sie einfach mal die 2 und 3 wegwischen und das an die gute 1 hin dran kleben, dass das einfach gut wird. Die gute 1, die gute 1. Erinnere mich an das gute A. Kennst du das? Aber ich, ja, von Harald Schmidt das hier. Gute A, das gute A. Ich habe auch noch einen Tipp abgegeben gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Spencer nämlich läuft an. Über ist das die Verfilmung von den Puppen? Hallo, Spencer. Nee, deswegen habe ich extra in Klammern geschrieben über die Hochzeit von Diana. Ach so. Weil die hieß ja irgendwie Diana Spencer. Oh, okay. Mhm. Da ist mir gerade was eingefallen. Das erzähle ich dir aber offline. Also, Oh. Alles klar. Dann. Erinnere mich mal bitte nach der Aufnahme an Diana. Okay. In Diana Jones meinst du, oder was? Nee. Dann werden wir jetzt mal einen Spoiler-Tag reinhauen, denn wir wissen jetzt, wir wollen jetzt einfach völlig befreit über Spider-Man reden, Spider-Man No Way Home. Vielleicht spoilerfrei kann man sagen, wir fanden den echt gut und geht da alle rein ins Kino. Unbedingt alle rein, ja. Oh mein Gott. Ist auch ein absoluter Kinofilm, definitiv, weil die Einstellungen, die da drin waren, wenn der sich so durch die Stadt schwingt und so die Sachen mit Höhe und Tiefe und Entfernung und so, das ist der absolute Wahnsinn. Das muss man auf der großen Leinwand gesehen haben. Und so wie es bei uns war, ne, es waren eigentlich 2 Vorstellungen geplant, eine 20 Uhr und eine 20.30 Uhr. Und dann war der Andrang so groß, da hatten sie noch schnell noch eine, habe ich zum ersten Mal das Wort gehört, Entlastungsvorstellung. Ja. Um 20 Uhr, was ist, 10 oder 15 oder im, so. Im Original, im englischen Original die Entlastungsvorstellung. Und die war auch eigentlich, glaube ich, so gut wie ausverkauft. Und zwar ratzfatz. Oh, Hund eskaliert mal kurz. Okay. Der hat jetzt gepennt. Also total krass. Ja. Geht da mal alle rein. Spider-Man No Way Home, ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt gibt es mal von mir hier den Spoiler-Tag. Wenn ich ihn finde, haben wir ewig nicht gebraucht hier. Den brauchen wir jede Woche einmal, aber haben wir ewig nicht gebraucht. Ah, hier unten. Er ist jetzt hier verrutscht. Achtung, Spoilerwarnung. Okay, Spider-Man No Way Home. Worum geht's denn? Spider-Man No Way Home setzt an am Ende von... Vom letzten Spider-Man. Ja. Also von Teil 2. Genau, wo die dann aus Italien zurückkommen dann und... Ja, genau. Und der Kampf mit Mysterio und alles und wo dann eben über den Daily Bugle rauskommt, in ganz New York, hier, Peter Parker ist Spider-Man. Und genau da setzt der Film an. Und es ist der dritte Spider-Man mit Tom Holland. Ist seit dem jetzt Reboot von Sony, die sich da dann tatsächlich mit dem MCU auch wirklich zusammengetan haben. Da bin ich immer noch übrigens super dankbar für, dass die das irgendwie zusammen mit Disney hingekriegt haben. Also im Endeffekt profitiert Sony, denke ich, auch massiv davon und Disney wird weiter traurig sein, dass Marvel damals die Rechte andersweitig verkauft hat. Aber ist wie es ist. Ich glaube, die werden das auch nicht mehr hergeben, da die Rechte. Weil jetzt gerade mit PlayStation und so weiter, ne? Ja, da auf so viel dran. Fall. Also, nee, das, wie gesagt, da hat man den Turnaround, glaube ich, geschafft. Nachdem es ja schon 2 Spider-Man-Neuauflagen-Filme gab, einmal mit Tobey Maguire vor ein paar Jahren und einmal mit Andrew Garfield als Amazing Spider-Man, die fand ich jeweils alle nicht so schlecht, muss ich immer sagen, weil ich war immer ein Fan von Spider-Man, aber Tom Holland ist gerade aktuell, der toppt das tatsächlich auch, sei es auch mit dem Kampf mit den Avengers. Jedenfalls, der Film setzt genau an der Stelle an, wo seine geheime Identität öffentlich gemacht wird und er begibt sich dann erstmal auf eine wilde Reise zusammen mit MJ durch New York, durch die Underground, durch was weiß ich was alles und wird die ganze Zeit verfolgt natürlich und will einfach nur kurz seine Ruhe haben und erstmal runterkommen
Denn der Fame, der färbt ja auch ab auf seine Freunde, ne? Das ist ja das Problem, richtig. Dass die ganzen Kamerateams und Paparazzi dann auch... Richtig, und ihm wird halt der Mord an Mysterio vorgeworfen, also er ist der Mörder von Mysterio, weil das hätte ja auch gar nicht sein müssen, weil er hat ja den Drohnen befohlen, da zu schießen von Tony Stark, das ist ja alles, was im zweiten Teil passiert, das kann man ja spoilerfrei sagen. Und ja, er zieht sich dann zurück in seine Wohnung zu Tante May, zu Marissa Tomei, die gerade mit Happy Hogan Schluss gemacht hat. was auch sehr, sehr witzig ist, John Favreau wieder als Happy Hogan. Einfach auch genial, der Typ. Und dann verkriechen sie sich da, haben dann Kontakt zu einem Anwalt, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen, haben einfach, ja, das Problem, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat Peter Parker die tolle Idee, und auch das kommt ja schon im Trailer, dass man doch eigentlich via Doctor Strange rausfinden oder einfach machen könnte, dass alle vergessen, wer Peter Parker ist oder wer Spider-Man ist. Ja, zuerst will er ja die Zeit zurückdrehen, ne? Und da sagt er, das geht gar nicht, das ist ganz schlimm, das hat so viele Konsequenzen. Das ist jetzt Spoiler, weil ich habe extra das gemacht, was im Trailer kam. Ach so, na, wir sind ja schon im Spoiler-Bereich. Macht ja nichts, trotzdem muss man es irgendwie möglich halten. Eigentlich will er ja, dass die Zeit zurückgedreht wird. Und da dachte ich nämlich auch, dass das wird dann passieren, weil das haben wir ja aus Loki gesehen, dass da mit der Zeitlinie was nicht passt. Ja. Yeah. Und dann macht er das ja aber eigentlich ja nicht, ne? Hinten raus sowieso nicht mehr, aber da kommen wir gleich noch drauf. Jedenfalls ist es halt wie immer, Strange lässt sich quasi breitschlagen, das zu machen. Und Peter kann seine Klappe nicht halten und bringt seine komplette, wie heißt das, Konfusität mit ein, dass eben der Zauberspruch scheitert und dadurch mehrere Tore in verschiedene Dimensionen geöffnet. Aber mal ehrlich, wenn man da sowas macht, was solche Auswirkungen hat, da kann man sich auch vorher mal in Ruhe absprechen, bevor man da so mit so Spitz auf Knopf da einfach loslegt. Ja, ich fange jetzt mal an hier auf Zauberspruch. Stand auf. Zack, Moment, ich muss hier das machen. Da kann man sich. Aber gut, jedenfalls ist halt so. Kommen dann aus verschiedenen Universen tatsächlich die ehemaligen Bösewichte in die aktuelle Zeit, also Dr. Octavius, haben wir gesehen, Alfred Molina spielt den Dr. Octavius wieder mal, wie damals schon in den Spider-Man-Filmen. Es kommt, The Sandman kommt, Lizard kommt, wer kommt noch alles? Hier Electro, Jamie Foxx kommt. Die tummeln sich alle plötzlich in New York und noch ein paar andere auch. Und das Problem an der Sache ist, Strange sagt, okay, wir müssen die ganz dringend zurückschicken und es ist denen ihr Schicksal, wie es mit denen weitergeht bei sich. Und Spider-Man orientiert sich an den Worten von seiner Tante May, die sagt, jeder hat eine zweite Chance verdient und möchte denen eigentlich helfen. Und das ist der große Knackpunkt an dem Film, weil wer hätte es gedacht, das läuft schief. Ja, weil die Bösewichter sind ja genau in dem Moment aus ihren jeweiligen Universen geholt worden, kurz bevor sie hätten sterben sollen, durch die Hand von Spider-Man. Und wie das so ein Spoiler von dir? Ja, wir sind doch im Spoiler-Talk. Deswegen. Mach doch nichts, das kann man trotzdem so gering wie möglich halten. Ach so, ja, okay. Ja, und das deswegen, Mann. Deswegen sagt er, okay, ihr habt hier eine zweite Chance verdient, weil wenn ihr zurückgeht, dann werdet ihr sterben. Und ja, und... Ja. Und wie gesagt, daran arbeitet er eben und das ist nicht so einfach, weil keiner von denen hat da so richtig, richtig Bock irgendwie drauf. Erstmal müssen sie die alle einfangen, ne? Was auch sehr schwierig ist. Ja, genau. Weil die haben ja ihre Kräfte und wissen nicht, wo sie sind und für die ist das eine neue Welt, die sie erobern können oder ihr Unwesen treiben können. Und ja, da geht es erstmal ordentlich ab und bis sie die dann eingefangen haben in so Art Verliesboxen da bei Dr. Strange, der hat dann auch so einen neuen Thanos-Handschuh mal schnell gemacht, wo man einfach drauf drückt und wups, dann ist derjenige da drin. Ja. Ja, also richtig, richtig großartig. Und dann beginnt eben ja, dieser Kampf
von Spidey gegen die ganzen Bösewichte, gegen die Anti-Helden, plus der Kampf gegen die Gesellschaft, weil er ist ja eigentlich auch der Böse, weil er hat ja Mysterio umgebracht. Unterstützt wird er von seinen beiden besten Freunden, von MJ, von Zendaya gespielt wieder, und wieder hervorragend gespielt, und von Ned, dessen Name im Original mir gerade wieder entfallen ist. Ah ja, hier, Jacob Batalon heißt er. Die sind auch wieder mit dabei. Regisseur ist John Watts. Es ist unfassbar, was da aufgeboten wird. Also Dr. Strange und Benedict Cumberbatch habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es ist unfassbar, was aufgeboten wird an Eskalation, an Action, an Gefühlen, mit denen gespielt wird, an Fragen, die beantwortet werden, Kapitel, die abgeschlossen werden können, neue Kapitel, die aufgemacht werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe mich jetzt schon auch mit zwei absoluten Marvel-Fans unterhalten, und die eine hat es am Freitag gesehen, den Film, wollte überhaupt keinen Spoiler. Ich habe nur gesagt, oh mein Gott, guck ihn an. Das Erste, was ich als Nachricht bekommen habe, war, oh mein Gott. Und ich wusste, was Sache ist. Und Fun Fact, die zweite, die jetzt am Samstag drin war, genau das Gleiche. Die wollte auch keinen Spoiler. Und bei der war es ganz kippelig noch, weil hätte auch sein können, dass sie wegen einem positiven PCR-Test zu Hause bleiben muss. Was Gott sei Dank dann nicht so war. Die konnte ihn dann auch sehen. Und auch da war die erste Nachricht, oh mein Gott. Man weint, man lacht, man ist komplett gefesselt. Der Film dauert ewig und es kommt einem wie 5 Minuten vor, weil wirklich Action drin ist, eine richtig, richtig gute Geschwindigkeit hat, und er macht so viele Türen sinnvoll auf und hat allerdings natürlich Schwächen, um Gottes Willen. Also dieses, ja, alle vergessen, sollen vergessen, wer Peter Parker ist. Ja, das ist spannend, oder wer Spider-Man ist, ist relativ spannend, weil er war ja schon irgendwo auf der Liste, und auch hier mit dem Vermächtnis von Tony Stark und was weiß ich. Das ist ein bisschen spannend, ob das so funktioniert, okay. Das knirscht vielleicht auch ein bisschen. Aber für mich, muss ich ehrlich sagen, ist es nicht nur der beste Marvel-Film von 2021, sondern ich würde sogar sagen, einer der allerbesten Marvel-Filme, die bisher rauskamen. Weil ich fand ihn wirklich unfassbar toll. Es war, wie gesagt, man fiebert mit, man hockt dran, man ist komplett da drin gefangen. Es erzählt halt die Geschichte konsequent auch weiter, und sie erzählt sie konsequent gut weiter. Es sind so viele Sachen drin, die einfach stimmig sind, die einfach passen, die mit wirklich, ja, vielleicht ist Herzblut zu viele zu sagen, aber die mit Herzblut gemacht wurden, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur hingerotzt, dass es irgendwie funktioniert, sondern da steckt wirklich was dahinter. Da hat jemand auch richtig mal wieder Bock gehabt auf den Film. Und ja, was soll ich sagen? Tom Holland passt einfach so unfassbar gut in diese Rolle rein. Oh, unfassbar gut. Und natürlich unbedingt am Ende, unbedingt, es gibt eine Mid-Credit-Scene und es gibt eine End-Credit-Scene. Also unbedingt bis zum absoluten Ende wirklich drinbleiben. Bis der Vorhang vom Kinosaal zugeht, bis das Licht an ist. So lange da bleiben und nicht schon vorher rausrennen, wie das einige gemacht haben mal wieder. Was ich immer noch nicht verstehen kann, aber gut. Weil da könnte man eigentlich nachher noch sogar... Nee, können wir nicht machen. Machen also wir nicht. Die eigentliche große Überraschung hast du ja jetzt noch gar nicht verraten, ne? Oder so. Die lassen wir weg, oder wie? Die willst du wirklich nicht verraten, oder? Ich sag da gar nichts dazu. Okay. Nein. Weil, es gibt ja mehrere Überraschungen eigentlich. Ja, na gut, wir sind ja... Auffassung. Also hier in dem Spoiler-Bereich können wir davon ausgehen, dass alle den gesehen haben, ne? Wenn wir jetzt drüber reden. Deswegen, ja, trotzdem. Es gibt vielleicht auch welche, die dann trotzdem so reinkommen und hoffen, dass es nicht so arg ist. Dann lassen wir das mal weg. Also... Einfach herrlich. Auch die ganzen Anspielungen in dem Film auf andere Bereiche, auf alles. Boah. Also, boah. Ich weiß auf jeden Fall, dass Marvel und Sony aktiv an der Fortsetzung der Geschichte arbeiten, dass das weitergehen wird. Für mich, wie gesagt, No Way Home absolut der Knaller, wenn nicht sogar, also für mich bei den Filmen des Jahres ganz, ganz, ganz weit vorne.
Was ich ein bisschen. Erik, wie fandst du ihn denn? Ja, ich fand ihn ja auch super. Ich habe dich erstmal hier schwärmen lassen die ganze Zeit. Ich fand ihn ja auch extrem super. Ich habe ein paar, wirklich ein bisschen Gemecker auf hohem Niveau oder sowas. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Also, mir haben die Kampfszenen waren mir ein bisschen zu unübersichtlich. Es war halt einfach zu viel. Ich darf jetzt nicht sagen, warum, weil sonst würde ich dein, was du nicht verraten willst, erwähnen. Und was mir wieder aufgefallen ist, ich habe jetzt auf Sky diese anderen Spider-Man-Filme mal laufen lassen, die jetzt gerade da auf dem Kanal immer laufen. Sony hatte immer guten Soundtrack für Spider-Man. Und seitdem sie mit Marvel zusammenarbeiten, haben sie es nicht mehr, weil die Marvel-Filme, die verzichten auch auf große Songs, sag ich mal. Also jetzt, also kannst dich ja bestimmt erinnern, bei dem ersten Spider-Man gab es ja diverse Sachen und so. Oder bei dem zweiten oder auch bei Amazing Spider-Man, ja. Und darauf verzichtet man aber im Marvel-Universum offensichtlich. Also mir ist dir irgendwas bewusst, dass bei einem Marvel-Film so richtig so ein Top-Song von einer Band irgendwie? Also, weil hier war nämlich diesmal auch wieder nichts drin. Weil ich dachte, ich horch mal rein, vielleicht irgendwas für die Playlist, nix da. Finde ich immer ein bisschen schade, weil, aber ja. Nee, aber schön, so die ganzen Sachen aus der Vergangenheit wurden ja auch mal ein paar Sachen wieder nach vorne geholt und so, mehr will ich da mal nicht verraten. Und die traurigen Szenen, ja, die eine konnte ich nachvollziehen, die am Schluss, die finde ich sehr, sehr schade, die am Schluss, die traurige Szene, ohne die jetzt genau zu erwähnen, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass es eben nicht mehr so weiter, weil ich mochte das alles so wie es war. Und für mich war dieser Tom Holland Spider-Man war so der wirklich, der so eine gute, eine ausgewogene Mischung hatte zwischen guter Story, guter Action, viel Humor und viel Herz. Und das weiß ich nicht, wie sie das dann jetzt nochmal hinkriegen wollen. Wart's mal ab. Ja, ich sag mal so, ich bin ja mit riesen Erwartungen in den Film rein und die wurden einfach übertroffen. Ja, also ich war auch, ich habe gedacht, so. Na mal gucken, aber weil, ich meine, Loki war schon sehr ein bisschen verkopft und ein bisschen verwirrend mit den ganzen Zeitlinien und so und es hat sich ja angedeutet, dass das jetzt hier zum ersten Mal zum Tragen kommt. Da dachte ich schon, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht so verkopft oder so, aber nein, das ist sehr spaßig, actionreich, actionreich. Genau. Sehr spaßig, actionreich, lustig, witzig, unerwartete Sachen passieren und einfach, also ich hätte nicht gedacht, dass der 148 Minuten gegangen ist, als er dann zu Ende war. Der war dann auf einmal vorbei. Erst bei den Schriften ist mir so ein bisschen so, na, jetzt könnte es mal schneller gehen, weil die Schriften liefen, weil ich wollte die Post-Credit-Szenen sehen, da ich, oder gucke ich auf die Uhr, da ich, oh, ist ja schon spät, ey. Ja, deswegen. Aber also, wie gesagt, es ist jetzt, wir haben ihn am Mittwochabend gesehen, jetzt ist Sonntag, ich bin immer noch geplättet und ich habe immer noch Bock, den tatsächlich nochmal im Kino zu sehen, weil ich ihn einfach so unfassbar gut fand. Definitiv. Also nochmal im Kino weiß ich jetzt nicht, aber ich fand ihn ja auch absolut top, aber jetzt kommen einfach zu viele Sachen. Weil ich es super angenehm fand bei uns im Kino, ne? Ja, obwohl es sehr voll war, ja. Also nur rein hier mit 2G oder geboostert, also das ist schon mal gut, dann hatten wir gut Abstand zu allen, also wir hatten da hinten echt unsere Ruhe. Ich habe aber trotzdem immer mal auf meine Corona-One-App geguckt, aber kam kein rotes Signal mehr, weil so viele im Saal waren. Ja. Ich auch, ja. Ja, wie gesagt, die zweite Post-Credit-Scene, die ist ja fast schon ein Trailer, kann man sagen. Und sollte man unbedingt dranbleiben. Und die kommt ganz, ganz, ganz spät. Da denkt man wirklich, jetzt kommt nichts mehr und dann kommt doch noch was. Ja. Also für mir 9 von 10, vielleicht beim Wiederschauen, vielleicht werde ich es dann doch nochmal auf, aber ja, auf jeden Fall top-notch. Also. Ja, bei mir tatsächlich die volle 10 von 10 habe ich lange nicht gegeben, weil ich immer sehr viel zu meckern hatte und sehr unzufrieden teilweise auch war, so ein richtiger Film-Grinch so ein bisschen, aber in dem Fall Spider-Man No Way Home hat, wie gesagt, hohe Erwartungen, die komplett übertroffen. Boah, monströs gut.
Reingehen. Ich glaube, die Kate reingehen, nimmt uns reingehen. Nicht übel, wenn wir verraten, dass sie auch 10 von 10 gegeben hat. Und sie war auch total geflasht hier, als nach dem und schon während des Films hat sie abgefeiert. Und es gab ja im Saal auch Applaus an diversen Szenen bei unerwarteten Sachen, die aufgetreten sind. Und ja, geht da wirklich. Nur Applaus, es gab richtig Gänsehaut. Also ich hatte teilweise Gänsehaut am ganzen Körper. So, ich gehe jetzt mal wieder aus dem Spoiler-Talk hier mal raus, oder? Achtung, Spoiler. So, genau, also zusammengefasst kann man nochmal sagen, dass, ja, ich gebe 9 von 10 Punkte, Chris gibt 10 von 10 und die Kate auch 10 von 10 für Spider-Man No Way Home. Und wir möchten euch jetzt auch insbesondere in der Vorweihnachtszeit wirklich ans Herz legen, Spider-Man No Way Home zu sehen. Ich glaube, es ist natürlich schön, wenn man vorher die vorhergehenden Filme gesehen hat. Ja, man sollte vielleicht auch wenigstens ein paar von den alten Filmen, also mit Tobey Maguire Spider-Man gesehen haben oder mit dem, der mir gerade nicht einfällt, Andrew Garfield. Garfield, ist mir Amazing Spider-Man. Doch noch eingefallen, genau. Sollte man vielleicht mal gesehen einfach haben. Amazing, hey. Aber ich glaube, das hat ja jeder mal und die liefen ja auch im Fernsehen und sowas. Wenn ihr da ein bisschen Vorbildung habt, dann könnt ihr ohne Bedenken in Spider-Man No Way Home reingehen und ihr werdet viel Spaß haben. Das kann ich euch absolut versprechen. Da gebe ich euch eine Garantie. Ansonsten schicke ich euch ein, was liegt hier? Ein Bounty. Ein schicke ich euch ein Bounty, wenn ihr keinen Spaß hattet. Man schreibt ein, ja, hier liegt gerade ein Bounty. Und zwar eins von mir abgelecktes Bounty. Dann habt ihr meine natürlich DNA. Natürlich nicht. Alles Corona-konform hier. Wie lang ist das noch haltbar? Also. Es gibt übrigens auch noch andere tolle Schokoriegel. Ja, oder wenn ihr was Geileres gewinnen wollt, dann macht beim Kinocast Adventskalender mit. Ja. Ja, tolle Preise. Apropos, hattest du in der Lootbox. Gute Preise, gute Preise. Hattest du in der Lootbox auch so einen geilen Captain America und Iron Man Figur in der letzten? Nein, hatte ich nicht. Nee? Was hattest du da stattdessen? Das war doch sowas wie das Hauptding. Da waren Lose drin, ich habe aber nicht gewonnen. Ja, Lose habe ich auch nicht gewonnen, ja. Warte mal, ich fotografiere es mal. Hast du es nicht gehabt? Oder hatte ich den Captain doch drin? Aber einen Iron Man hatte nee, ich zwei. Nicht. Zwei kleine Figuren. Ah, egal. können jetzt die Leute nicht nachvollziehen. Ich mache jetzt mal ganz kurz noch zwei Filme, die ich noch geschaut habe. Bei dem einen muss ich mir mal noch ganz kurz ein paar Darsteller aufrufen. Nämlich Reminiszenz. Die Erinnerung stirbt nie. Hast du von dem schon mal was gehört? Der wurde so ein bisschen... Nein! Nee, der wurde... Doch, hab ich schon gehört. Echt? Okay, weil der wurde so ein bisschen gepusht als irgendwie Inception oder irgendwie Matrix oder irgend sowas in die Richtung. Und da habe ich gedacht, ja, den musst du dann doch mal gucken oder so, weil, ja, ist ein Film von Lisa Joy mit Hugh Jackman und Rebecca Ferguson in den Hauptrollen. Und der ganze Film ist so eine Art Noir-Stil gehalten, würde ich mal sagen, spielt aber in der Zukunft, was so eine, ja, sieht echt cool aus und spielt in Miami in der nahen Zukunft und da ist mittlerweile der Meeresspiegel gestiegen und wer Miami kennt, weiß ja, das liegt ja irgendwie nur 3 Meter, die höchste Erhebung Florida liegt 3 Meter über Meer, also da ist schon sehr viel überflutet, das ist also quasi fast schon ein bisschen wie Venedig da und man hat sich da irgendwie arrangiert und so Brücken von den Häusern zu Häusern gebaut und so weiter, damit man weiterleben kann und es gibt in der Zukunft eine so eine Technologie, wo man quasi den Personen was injiziert und die können dann bestimmte Dinge, die sie erlebt haben, nochmal neu erleben. Und der hat dann so eine Art, wie so ein Holodeck, würde ich es nicht sagen. Das ist so ein Kreis, der hat so einen gewissen Durchmesser und da ist da sieht man das dann drin in quasi dreidimensional wie so ein Hologramm, was derjenige gerade sieht, um das bisschen zu überwachen. Und die meisten kommen halt zu ihm, um sich Sachen wieder zu wünschen aus ihrer Vergangenheit, schöne Erlebnisse, die jetzt nicht mehr da sind, irgendwie geliebte Personen nochmal zu sehen. Aber er bekommt auch immer wieder die Aufträge, zum Beispiel, wenn ein Verbrecher gefasst wurde, dass der mal reinschaut hier, wo hat er die Person versteckt oder sowas, die er entführt hat oder so, ne, und solche Geschichten. Und eines Tages kommt eine Frau zu ihm, die sagt, sie hat ihren Schlüssel verloren und sie möchte in ihren Erinnerungen nachschauen, wo sie den Schlüssel zuletzt gehabt hatte und das, in die verliebt er sich dann auch so ein bisschen, die haben dann so eine Beziehung und plötzlich ist die Frau weg
und er versucht dann halt mehr über sie zu erfahren. Er geht halt, er nutzt die Maschine selbst, um in den Erinnerungen zurückzugehen, ob da irgendwelche Hinweise gegeben waren, und schnell kommt dann auch so ein verbrecherisches Syndikat bei ihm mit in die Geschichte rein, die dann auch auf der Suche sind. Und ich fand den eigentlich ganz okay. Also der war echt nicht schlecht. Es war natürlich jetzt nicht vergleichbar mit seinen großen Vorbildern. Und man hat auch so gefühlt, haben sie den auch ein bisschen während der Pandemie gedreht. Also manchmal bei Szenen, wo man denkt, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt nur zu zweit stattfinden müssen, die Szene oder so. Aber ich mochte diesen Ansatz, diesen Film-Noir-Ansatz, dass so ein Detektiv ermittelt, dann in Miami in der Zukunft, das sieht doch alles ziemlich cool aus und hat mir echt gut gefallen, na, eigentlich. Ich gebe trotzdem mal so 6,5 von 10, gebe ich mal. Sah auch gut aus. Boah, das ist ja ordentlich. Ich kann dir die Blu-ray mal geben. Kannst du mal reinschauen, wenn du möchtest. Apropos Blu-ray, ich kann dir auch mal James Bond geben. No Time to Die, da ist jetzt meine. Wenn du den auf Blu-ray jetzt hast, das wär's dann. Meine Special Edition ist eingetroffen hier mit Booklet und so, richtig geil. Und das Bonusmaterial muss ich auch mal angucken. Ich habe aber auch noch eine. Da höre ich mir das Neues sagen. Ana de Armas. Definitiv. Das wird dir gefallen, glaube ich. Also der. Ja, die gefällt mir ja. Nee, ich glaube, der Film an sich wird dir auch gefallen, ne? Ich spule nur zu den Szenen mit Ana de Armas. Die ist leider nicht lange dabei, aber die wird wahrscheinlich im nächsten Film dann eine größere Rolle haben. Schätze ich mal. Ey, der nächste Film geht gefälligst um diese Frau. Na, es könnte sein, dass sie eine tragendere Rolle bekommt. Hallo, Spoiler! Es wirkte so ein bisschen staffelstabmäßig, was da lief. Ne? Spoiler, dein Name ist Erik. Also, ich habe noch einen Film geschaut, den wir, bei welchem Film war das? Bei irgendeinem australischen Film, den wir letztens besprochen hatten. Da haben wir ja geschaut gehabt und da haben wir festgestellt, dass der eine Schauspieler bei einem Film mitgespielt hat, der heißt Rogue im falschen Revier, was mir vom Poster her sehr gut gefallen hat. Nämlich, da ist ein Krokodil oder Alligator mit offenem Maul und da drüber steht, wie schnell schwimmst du. Und auch ein australischer Film von Greg McLean und in einer Nebenrolle, Achtung, also hier ist zum einen dieser Typ, den wir da hatten in diesem anderen Film, dieser Michael Rutten, in einer Nebenrolle spielt Sam Worthington mit und das ist auch irgendwie total verrückt, ne? Es geht um ein so eine, wie nennt sich das? Also in Florida hätte man gesagt, hier so ein Speed, ja nicht Speedboot, also mit Propellern, aber die haben halt ein normales Boot, wo sie irgendwelche Touristen immer mal rausführen ins über diese Flüsse und so, die es da gibt und denen da halt irgendwas zeigen, irgendwelche Expeditionen machen zu irgendwelchen Geschichten und irgendwo rumfahren, ein bisschen was erzählen. Da gibt es eine Frau, die macht da so die Leitung von dem Ganzen. Und die hat dann halt vorne so ein Mikrofon und erzählt denen halt, was sie gerade sehen, die Leute auf dem Ausflug. Und irgendwann geht halt ein bisschen was schief, weil es verschwinden auch schon vorher Leute und so. Und man weiß dann nicht, oh, irgendwas ist da, irgendwas muss da Großes sein. Man findet Leichen, die völlig, und man sagt, okay, das kann kein normales Tier, Krokodil, irgendwas gewesen sein. Und es gibt dann halt ein mächtiges Riesenkrokodil, das und unser Ausflug hier mit den Leuten, die stranden auch auf so einer kleinen Insel, wo sie sich gerade noch so hingerettet haben und das Boot ist irgendwie kaputt und das Wasser steigt, aber weil die Flut kommt und so und deswegen wird dann halt das Krokodil dann irgendwann näher kommen. Ich fand es am Anfang richtig schön herrlich dämlich, das mag ich ja, wenn das so ein bisschen alles so dappig ist und so, das sah auch wirklich so Home-Video-mäßig aus am Anfang, wirklich so wirklich billig gedreht und so. Und da habe ich auch noch einen Tweet geschrieben an Schläferz und an Kalkofe, dass sie sich den Film mal angucken sollen, weil der ist schön dämlich und so. Hinten raus dann wird er leider ganz okay, fand ich. Also der war bis zu einem bestimmten Punkt, war der so richtig schön so, oh geil und richtig blöd und ach, jetzt stellen sie sich da wieder blöd an und so. Und nachher gibt es dann aber wirklich so Szenen, muss ich echt sagen, fand ich doch relativ spannend. Das sind halt Leute auch, also Leute verschleppt worden von diesem Krokodil, nicht gefressen und in so eine Höhle rein und
der eine versucht, ihn dann da rauszuholen und muss da so ganz leise so wirklich so jedes Geräusch achten und so. Das war schon sehr spannend und da gab es noch so ein paar andere Szenen, wo die dann so irgendwie ganz leise schwimmen müssen, weil das, das alles nur so über Wasserbewegungen irgendwie, das ortet das Krokodil und so. Das fand ich dann doch relativ okay für den Film, deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist jetzt kein richtig schlechter Film, wo ich mich kaputt lachen kann, sondern speziell im zweiten Teil hat er wirklich ganz gute Momente und das ist ja auch von dem Regisseur, der hier dieses hier Wolf Creek und sowas gemacht hat, ne? Und die waren ja auch ganz, ganz cool, diese Wolf Creek Geschichten und ja, Waren sie das? Ja, ich fand die ganz in Ordnung, also Wolf Creek hier, aber ja, Rogue im falschen Revier ist irgendwie... Oh, ich sehe gerade, der hat Wolf Creek gemacht 2005 und 2001, sein erster Film heißt ICQ. Steht aber nicht da, worum es geht. Aber es geht offensichtlich um den Messenger, ja. Es geht offensichtlich um den Messenger. For the benefit of the over 50s, ICQ is a widely used internet chat program that allows registered users to talk online. Ja, das müssen wir ja... Okay, was hat er jetzt hier gemacht? Ja, wir, aber nicht alle. Ich glaube, das ist so ein Bildschirmfilm, wo die sich dann gegenseitig was schreiben hier, so wie in dem anderen Film, wo sie über Skype geschrieben haben. Ja, okay, also von mir Rogue im falschen Revier, so, naja, 4 Punkte, gut gemeinte. Also ich glaube eigentlich, wenn er mieser gewesen wäre im zweiten Teil, nicht so spannend, dann hätte ich ihn, glaube ich, höher bewertet, weil er lustiger gewesen wäre. Ja. Und jetzt gucken wir doch mal, was Neues im Kino anläuft. Ich habe da schon so eine Idee, was da anläuft. Ich auch. Ja. Kinocharts und Neustarts. Aber erstmal vielleicht die Charts. Ich habe da so eine Idee, wer auf 1 sein könnte. Moment, das sind aber viele. Sind das noch 5? 1, 2, 3, 4, 5. Doch, sind 5. Ja. Platz 5. Nee, ich habe gerade irgendwie gescrollt, aber ging's gerade. Clifford, der große rote Hund. Platz 5 in Stuttgart, in den Innenstadtkinos. Platz 4, Encanto, der hält sich auch hartnäckig da drin. Hm. Der Disney-Weihnachtsfilm. Platz 3, West Side Story. Mit Maria, I just met a girl named Maria. Platz Nummer 2. Ist ja textfest hier. Ist ja krass. Ja, hallo. When you're a Jet, you're a Jet, you're a Jet. Also, der Text ist jetzt nicht so schwer. Dass du noch nicht da drin warst in dem Film hier. Also, ja, nee. Ich warte auf die Blu-ray Steelbox, die du dir holst. Nee, hole ich nicht. Aber ich werde mir tatsächlich diesen Film trotzdem anschauen, weil der von Steven Spielberg ist und der. Da hoffe ich einfach drauf, dass der. Ja, dieses Narrativ noch ein bisschen besser. Ich muss an die Simpsons-Folge denken hier. Hm. Wir haben Steven Spielberg nicht bekommen, aber sein mexikanisches Double. Stefano Spielbergo. Oh Mann. Ja, House of Gucci, hast du gesagt, neue Nummer 1. Ja. James Bond ist gar nicht mehr dabei, oder was? Ja. Spider-Man No Way Home natürlich, ja. Läuft hier in 2D. In 2D mit Atmos. Ja, das solltet ihr euch geben. In 3D so, mit Atmos. In der Originalversion. In der Originalversion mit 3D Atmos. Nee, Originalversion 3D mit Atmos, so rum. Atmos ist ja eh 3D. Ja. Nee, Atmos ist nicht 3D. Na doch, der Ton kommt ja von allen Seiten. Oder? Okay. Puh. Ja. Dann, schwierig. Neustarts in den Kinos. Diese Woche startet und ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ich gehe da mit guten Vorsätzen rein und lass mich gerne enttäuschen, falls da nicht so ist. Aber Matrix Resurrections kommt und ich sehe hier bei Kino.de, wo wir das gerade abfassen, die Neustarts, sehe ich gerade schon eine Wertung drin, die mir Mut macht. 4 von 5 Sternen. Okay. Dann läuft noch an Aline, The Voice of Love. Inoffizielles Biopic über das Leben von Céline Dion, in der die junge Aline Dieu zum Megastar wird. Ich bin Gott froh, wenn das Ding endlich angelaufen ist, dass er nicht mehr in das Sneak kommen kann, sag ich dir. Wherever you are. Mensch, jetzt habe ich mein Keyboard hier nicht angeschlossen, sonst hätte ich ja ein bisschen Soundbett gegeben.
Oh Mann, oh Mann. Macbeth, okay, erst Dings hier, West Side Story, jetzt kommt Macbeth. Denzel Washington und Frances McDormand werden für Joel Cohn zu Lord und Lady Macbeth in einer gewagten Neuinterpretation der Shakespeare-Tragödie. Also jetzt kommen die ganzen klassischen Stoffe hier. Ja, Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich da nur. oh. Drive My Car, elektrisierende Verfilmung einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami über einen Regisseur mit Schuldkomplex. Okay. Ein Drama, ist das koreanisch? Weil wenn es koreanisch ist, dann... Ne, Japan. Okay. Aber wenn es koreanisch gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, da erwartet uns was. Aber japanisch kommt ja nicht in die Tüte. Also koreanisch, ja. Aber. Haben Sie Angst vor Asiaten? Japanisch. Oh mein Gott. Es läuft auch noch ein türkischer Film an, zu dem ich hier keine Informationen finde, nur den Titel. Ich habe auch die Filmstarts nicht mehr auf. Dai Doppelpunkt Bir Adam Hikayashi. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Takeshi's Castle. Ist wahrscheinlich, sieht nach einem Action-Film, Gangster-Film aus oder so. Ja. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen mehr. Ein Festtag läuft auch an. Drama um die Emanzipation einer jungen Frau in Großbritannien der 20er Jahre, also 1920er Jahre, die vom Hausmädchen zur gefeierten Schriftstellerin wird. Das sollte man vielleicht hinschreiben. Wir haben ja aktuell die 20er Jahre, deswegen finde ich es ein bisschen irritierend. Der Film hat schon verloren. Ja. Okay. Ich habe jetzt die Inhaltsangabe für den türkischen Film. Sefahir arbeitet als Klempner und ist immer zur Stelle, wenn es im Dorf einen Streit gibt, an dem er sich beteiligen kann. In welcher Form auch immer. Er ist der älteste Sohn seiner Familie und seine Eltern haben so langsam die Nase voll von dem Unfug, den er immer wieder anstellt. Also schicken sie ihn zum Arbeiten zu Sefi nach Istanbul. Der betreibt dort angeblich ein Café, doch es stellt sich heraus, dass es sich genau genommen um Spielcasinos handelt. So nimmt Zephyrs zufälliger Aufstieg in der Unterwelt seinen Lauf. Oh, das klingt ja... Habe ich ja richtig vermutet, so mit Unterwelt und so. Ja. Ich kenne da auch so einen Film mit einem Klempner. Klempner? Was denn? Röhrig? Der kämpft nachher gegen so eine große Echse, um eine Prinzessin zu befreien. Ach so, ich dachte hier Meister Röhrig. Da-dam. Nicht Meister Röhrig, nein. Nein, nicht Meister Röhrig. Ja. Okay. Und dann haben wir noch also der Schauspieler, den Anime aus der Schauspieler, Beauty Water. Kasse Anime Nights. Koreanischer Thriller-Anime über eine Frau, die für das Schönheitsideal ihren Körper und durch ein Schönheitswasser komplett verändern will. Aber es ist halt ein Anime. Okay. Ein Anime. Okay, let's go. Dann sind wir ja mit den Neustarts hier durch, oder? Ja. Leonardo-Dokumentation? Ja, nee, das läuft nicht an. Hat eh alles keine Chance gegen Spider-Man und Matrix. Finde ich aber sehr knapp jetzt, ja. Matrix noch so, Spider-Man, das wird sich vielleicht ein bisschen kannibalisieren oder so. Mal schauen. Alright, dann gibt es ein paar News. Die eine überlasse ich, warte mal. News. Ja, eigentlich Trailer, aber das feuere ich jetzt nicht noch extra noch ab. Den Fantastische Tierwesen 3 Trailer überlasse ich mal der Kate, weil da habe ich keine Ahnung, ob das cool ist oder nicht. Ich nehme mal an, ja, es haben alle ziemlich gefeiert. Ja. Aber da kann sie dann nächste Woche davon ein bisschen mehr erzählen. Ich habe noch einen Film gesehen, das ist glaube ich so ein, ja, ich mag ja Sandra Bullock und das wird wahrscheinlich so ein Guilty Pleasure sein. Oh ja, das Trailer habe ich auch gesehen. Ja, The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Nachdem er jetzt zuletzt Red Notice auf Netflix lief mit Ryan Reynolds, was ja auch so ein bisschen Indiana Jones in lustig war, kommt jetzt The Lost City, sehr unerwartet, habe ich nicht damit gerechnet. Und hier geht es darum, dass Sandra Bullock, die schreibt Romane, so Liebes- und Abenteuerromane, wo der Held ihrer Geschichten ist immer so ein gut aussehendes Model-Typ und der wird dann auch so in echt verkörpert für Fotos von Channing Tatum und genau und ja, sie soll dann mal ihr Buch promoten und die werden dann aber entführt von einem Milliardär, Daniel Radcliffe, der eben in diesen Geschichten, in diesen Abenteuerromanen, wo es auch immer um Schätze finden und sowas geht, der denkt halt, so ähnlich wie bei Galaxy Quest, der denkt halt, die haben das wirklich erlebt oder die kennen sich da aus oder so. Ne? Und entführt die halt und nimmt die mit und ja, das ist halt so ein Sandra Bullock-Film, wo die halt in Situationen reingerät, wo sie eigentlich
nicht rein irgendwie gerät und normalerweise, und das ist sehr lustig, und also der Trailer hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Er ist wahrscheinlich sehr quatschig, der Film, und ach, den würde ich so gerne in der Sneak sehen, weil ich glaube, aktiv ins Kino würde ich wahrscheinlich dafür nicht reingehen, so. Ich glaube, da ist er mir einfach zu quatschig. Aber ja, sehen muss ich den auf jeden Fall. The Lost City, ich verlinke den mit in den Shownotes. Also ich fand das tatsächlich auch relativ, ja, es sieht so völlig abgedreht und überdreht aus. Brad Pitt kommt ja auch noch im Trailer. Oh, hast verraten. Du redest ja, vom Trailer, das sieht ja doch jeder, hallo. Stimmt, ey, Brad Pitt hat auch so eine coole Rolle da im Trailer. Und ich glaube, Brad Pitt hat sogar im Trailer mehr Zeit wie Daniel Radcliffe. Also, just saying. Ja, es ist cool, cool besetzt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und irgendwie Sandra Bullock, das ist, die ist irgendwie cool. Also ich, seitdem die damals diese Aktion gemacht hat bei der Goldenen Himbeere, dass sie jeden erstmal ihre DVD mitgebracht hat und so und wirklich hingegangen ist zum Abholen, ich finde, das hat die bei mir so einen Stein im Brett seitdem. Das ist Wahnsinn. Okay, The Lost City. Wann läuft denn der an? Habe ich jetzt weggeklickt. Irgendwann läuft der an. Nächstes Jahr, schätze ich mal. Sage ich nichts Verkehrtes. Serien. Wo ist es hier? Ist alles durcheinander. Serien. Masters of the Universe. Revelation Teil 2. Gab's da habe ich ja mal angefangen. Ist das Staffel 2 ja, quasi? Das habe ich ja hier schon besprochen. Nee, ist quasi die Fortsetzung von der Geschichte. Das ist ja von Kevin Smith mitproduziert. Hm. Die alten He-Man-Sachen neu aufgelegt oder einfach weitererzählt mal. Und mich hat es halt interessiert dann wirklich, wie Teil 2 gemacht ist, da ich schon Teil 1 gesagt habe. Der ist eher sehr, sehr speziell, deswegen kann man es auch ganz schnell machen. Die Geschichte geht also hier weiter. Es geht nicht mehr, also He-Man steht nicht mehr im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte, sondern in dem Fall eigentlich Teela, die ja eine enorme Entwicklung in dieser Serie vor sich hat und mitnimmt oder so, wenn man so sagen kann. Es ist speziell, wenn man die alten Masters-Sachen mag, kann man sich das schon anschauen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so richtig funktioniert. Es ist speziell, ich habe es jetzt gesehen, es ist jetzt nicht was, was ich sage, hey, schaut das unbedingt an, sondern ja, es ist halt eine animierte Serie oder eine Zeichentrickserie. Gibt sicherlich Besseres draußen. Wenn man überhaupt nichts mit dem Thema am Hut hat, dann glaube ich auch nicht, dass einen das so wirklich abcatcht. Auch wenn es natürlich schön Fantasy, Sci-Fi, was weiß ich was ist. Ja, ist okay. Ich habe es zum Einschlafen geschaut. Das heißt, vielleicht zwischendurch fehlen noch mal 5 Minuten, deswegen nichts verpasst. Kann man schauen, muss man nicht. Okay. Was man unbedingt schauen sollte, muss ich meine Lanze brechen, ist die Serie Dope Sick. Die stand damit auf dem Dokument drauf, für Fortsetzung folgt für die Aufnahme. Und die Beschreibung der Serie liest sich sehr schwer. Und es geht also um einen Medikamentenskandal in den USA. Vielleicht kann man sich erinnern, es gab ja die Serie Kevin Can Fuck Himself, wo es auch so ein bisschen thematisiert wurde, das Thema Oxytocin, diese Medikamente, die im ländlichen Amerika oder auch gerade in diesen Bergbaugebieten, wo die Leute schwer arbeiten müssen, und darum auch häufig mal körperliche Schmerzen haben oder sich Verletzungen haben, die mit Schmerzmitteln therapiert werden müssen, wo die von einem neuen Medikament abhängig geworden sind und darum jetzt mittlerweile in ganzen Landstrichen wirklich die Leute abhängig sind oder schlimm abgerutscht sind und so weiter. Und das wird hier thematisiert, denn die Firma, die dieses Mittel, dieses Oxy aufgelegt hatte, die hat das nämlich aggressiv vermarktet, auch ganz bewusst auch mit so Zusätzen wie macht nicht abhängig, und hat sich da so Fake-Labels geholt von der FDA, von der Arzneimittelbehörde in den USA. Und das Ganze wird hier in so einer Art, du kennst doch den Film Vergiftete Wahrheit, den hatten wir doch im Kino gesehen, das ist also quasi so eine Art Gerichtsdrama oder Ermittlungsdrama, gepaart mit ja, Geschichten von Personen, die eben das durchgemacht haben. Am hervorhebendsten ist hier Michael Keaton, der ist ein Arzt,
in Virginia irgendwo. Und der bekommt eben irgendwann mal Besuch von einem Pharma-Mitarbeiter. Dann wird ihm das neue Ding vorgestellt, wird gesagt, okay, ist jetzt zum ersten Mal, dass jetzt ein Opioid für normale Schmerzen freigegeben wurde, weil das eben nicht abhängig macht und es hilft sehr gut und man kann kleine Mengen davon nehmen. Und ja, er versucht es dann auch erstmal bei einer Patientin von ihm, die er schon seit damals quasi auf die Welt gebracht hat. Er ist halt so ein kleiner Landarzt, würde ich es mal auf Deutsch nennen, in so einem kleinen Städtchen. Und die trifft er dann relativ schnell ab. Also als sie dann immer mehr davon braucht und so immer abhängiger wird und so. Aber er merkt es halt nicht und er hat selber auch das genommen und driftet halt auch immer mehr auf die schiefe Bahn ab und so halt auch immer mehr, weil er hat dann, wo er gemerkt hat bei den ersten Tests, dass dieses Medikament sehr, sehr gut anschlägt, da ist natürlich auch das Thema bei Opioiden mit Euphorie mit drin und so, wenn da jetzt jemand, der schon, was weiß ich, 10 Jahre lang seine Schulter nie mehr ohne Schmerzen bewegen konnte, ein Minenarbeiter, der da seit Jahren chronische Schmerzen hatte, plötzlich wieder schmerzbefreit ist und auch durch diesen euphorischen Effekt des Opioids dann, dem es wieder richtig gut geht, dann denkt man natürlich, okay, alles ist super und man glaubt den Versprechen der Pharmaindustrie und ist dann halt doch nicht so und wo halt wirklich dann ganze Landstriche dann wirklich in die Kriminalität abrutschen und alles ganz furchtbar wird und parallel noch die Ermittlungen von Rosario Dawson, die ist beim, ich glaube, FBI. Und die versucht eben der FDA Druck zu machen und parallel noch andere Ermittlungsbehörden, die da auch dran sitzen, die eben nachweisen wollen, was da ist. Aber der Pharmakonzern, der hat halt so viel Macht und so viel finanzielle Macht auch, dass der wirklich alle möglichen Sachen torpedieren kann, was die da ermitteln. Ist eine Serie, die läuft auf Disney Plus. Und ich hatte ja erwähnt, wir hatten das da drin stehen gehabt im Dokument. Normalerweise gucke ich dann so, wenn es so Serien sind, die mich jetzt vom Thema her jetzt nicht so ansprechen, wo ich denke, oh, das ist jetzt was, dann gucke ich so wenigstens die erste Folge und in die zweite mal ein bisschen rein. Und hier war es wirklich so, ich habe wirklich die ganze Serie durchgeguckt und da kommt, glaube ich, auch jede Woche noch eine Folge raus. Ich glaube, das ist noch nicht ganz zu Ende, die Staffel. Ich bin da auf dem aktuellen Stand. 8 Episoden gibt es insgesamt, genau. Also ich glaube, da fehlt mir noch eine. Es ist so gut. Also Michael Keaton spielt so gut, mich würde es nicht wundern, wenn der dafür einen Preis kriegt. Dann seine, die junge Frau, die ich vorhin erwähnt hatte, die als erste abstürzt, die kennt man auch, jetzt gucke ich gerade mal, wie sie hieß. Also Will Poulter ist auch noch mit dabei, der spielt den Pharma-Vertreter. Caitlin Denver ist das, die junge Frau, die ist als erste so ein bisschen erwischt, die hat bei Booksmart mitgespielt, den hatten wir in der Sneak Preview. Die war eine von den beiden. Dann spielt auch noch Peter Sarsgaard mit und es ist so eine gute Serie mit so guten Darstellern, so gut gedreht und so ein wichtiges Thema, das mal anzusprechen und auch in der Form, dass es vielen Leuten zugänglich wird, dass man einfach mal sieht, was da so dranhängt und was da für Gefahren dahinter stecken und dass man eben, wenn jetzt im Fernsehen irgendeine Werbung für irgendein neues, was weiß ich, neue Pille läuft, dass man da nicht gleich denkt, okay, das wird schon alles so stimmen, was die sagen. Und deswegen absolute Empfehlung, Dopesick. Und in der nächsten Fortsetzung, Folge werden wir drüber sprechen. Mal gucken, wie die anderen das fanden. Und bin gespannt. Okay. Klingt gut. Ja, es ist definitiv absolut sehenswert. Rätselecke lassen wir heute mal aus. Es wäre sonst einfach. Da würde der Gewinner ja fast feststehen hier. Und dann das steht eh fest, wenn ich mitspiele. Ach so, nee, du musst ja das Rätsel stellen, diesmal. Ja, ich weiß. Und ich würde dir so ein Rätsel stellen. Ich habe mal was vorbereitet. Hey, oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann hebt dir das auf für nächste Woche dann. Oh mein Gott. Wäre ich meine Lieblingsfrage: Wie viel Liter Blut verliert Bruce Willis in Stirb langsam 1? So. Viel wird es nicht sein, weil er hat sich ja nur in den Fuß geschnitten, ne? Oder? Nein. Lassen wir das. Deswegen gleich rüber zur Musikecke, wo es heute Weihnachtslieder gibt. Music. Nee, keine Weihnachtslieder, aber ich habe ja vorhin erwähnt, so in den alten Spider-Man-Filmen gab es immer einen relativ guten Soundtrack. Und aus dem ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire habe ich The Strokes mit When It Started.
Sehr schön. Ich habe tatsächlich ein Lied dabei von einem Künstler, der relativ neu noch ist, mit einer Geschichte dazu. Soll ich die Geschichte kurz erzählen oder soll ich einfach den Song droppen? Selbstverständlich. Erzähl die Geschichte. Ich google mal Bonschmann. Ja, Bonschmann. Viel Spaß. Ich glaube nicht, dass du sehr viel zu Bonschmann finden wirst. Du wirst, wenn dann, eher bei Twitch was unter dem Namen Hollow Man finden. Und zwar Hollow Man geschrieben mit einer 4 statt dem A. Gibt es überhaupt der Hollow, Spotify? Ja, okay. Den Bonschmann gibt es bei Spotify, ja klar. Der Hollow hat sich selbst Gitarre spielen beigebracht und spielt auch sehr gerne Escape from Tarkov, ist da auch sehr, sehr cool und sehr, sehr gut drin. Und der ist mit in die Community von Tony Nerd mit reingeschlittert, mit reingerutscht und hat irgendwann mal beschlossen, okay, cool, ich schreibe da mal einen Song für den. Und den hat er dann zu Hause aufgenommen und gemacht und alles wunderbar und hat ihm dann den Tony geschickt. Und seitdem Tony diesen Song hat, ist es immer am Ende vom Stream, vom Tony sein Stream läuft der Song. Also wenn der Song läuft, weißt du, okay, Stream ist vorbei, das ist wie so ein bisschen Abspann auch schon. Und jetzt hat sich der Hollow hingesetzt und hat gesagt, hey, ich möchte einen meiner Punkte von der Bucketliste abstreichen. Und dazu gehört mal, einen eigenen Song professionell produzieren zu lassen. Und hat tatsächlich ein Tonstudio gefunden, die das machen. Und hat den Song für Tony, den er da geschrieben hat, produzieren lassen. Und der kam jetzt am Freitag raus auf Spotify. Ist, wie ich finde, ein absoluter Ohrwurm. Also könnte auch wirklich im Radio laufen. Klar, der Text ist so ein bisschen cheesy. Aber es geht halt um Tony und Tarkov-Geballere. Aber richtig cool. Einfach richtig gut gemacht. Und am gestrigen Samstag war hier dann auch quasi Premiere im Stream. Also Tony wusste nichts davon, wurde damit überrascht vom Hollow. Oder von Bonschmann. Und ich fand es einfach großartig. Ich saß da, weil ich war eingeweiht ein bisschen. Durfte auch schon so reinhören, was schon gemacht wurde, was aufgenommen wurde. Er hat auch immer wieder erzählt, wie und was da jetzt schon lief, welche Spuren da jetzt dran sind, wann er wieder reingeht ins Studio und so. Also richtig, richtig cool. Und mich freut es einfach immer noch unfassbar für den Hollow, dass er diesen Punkt für sich geschafft hat, mal einen Song auf Spotify rauszubringen. Deswegen, Leute, ich weiß, es ist ein sehr spezielles Ding, aber klickt das Ding, es hört sich gut an, gebt ihm ruhig noch ein bisschen einen Push, er hätte es verdient. Deswegen, bei mir, mein Tipp ist Bonschmann, Like a Machine. Möchtest du den Radio-Edit oder die Akustik-Version? Oder wahrscheinlich nur seine Gitarre. Der Radio-Edit ist der, wo im Studio entstanden ist, die Akustik-Version ist die, wo nach dem Stream läuft. Deswegen gerne den Radio-Edit. Okay. Hard work needs to be appreciated. Packe ich den mal drauf hier. Nee, nicht auf meine, sondern hier. Kinocast-Songs. Natürlich, Erik, du auch unbedingt mal reinhören. Ja, mache ich dann. Selbstgeschrieben, alles nicht selbst eingespielt. Also. Ja, das ist cool. Ja, das, wobei heutzutage finde ich, das ist auch so ein Punkt, was so die moderne Technik und alles so, oh, die moderne Technik, Boomerin. Du kannst halt wirklich jetzt hier zu Hause schon richtig fett produzieren, ne? Während früher musstest du halt wirklich ins Tonstudio gehen oder sowas. Das ist eigentlich fast gar nicht mehr nötig. Ne? Du kannst wirklich alles fast zu Hause machen. Krass. Okay, dann sind wir ja soweit durch für heute. So, wie lief so dein Vibe und alles? So, ist gut bei Tarkov, wenn wir immer beim Thema sind hier, oder? Ja, Sonntag war Vibe. Ich habe jetzt Level 16 aktuell. Habe also den Flohmarkt freigeschaltet. Das ist richtig geil. Es geht richtig nach vorne. Neue Map, neues Ding. Es macht unglaublich Spaß, es macht unglaublich süchtig. Ich bin richtig, richtig froh, dass jetzt die Weihnachtsferien anstehen, weil ich werde richtig hart reingehen. Und wenn ich dich an die Hand nehmen soll, sagst du Bescheid, das kriegen wir hin. Ach, das versprichst du seit Jahren hier. Du hast ja nie Zeit. Ey, ich bin hier fast ständig. Aber jetzt haben wir beide Ferien, du hast Urlaub, ich habe Ferien, also da kriegen wir das hin. Na dann. Ich hab's jetzt, hallo, in der Sendung sogar versprochen. Das hast du damals auch. Ich spule mal zurück. Lass uns mal. Dann muss ich es erstmal wieder installieren. Ich hab's ja schon wieder runtergeschmissen, weil keiner mit mir gespielt hat. Naja. Nee, aber gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Jo. Und. Genau, dann. Schöne Weihnachten ansonsten. Genau, schöne Weihnachten an euch alle. Lasst euch reich beschenken. Spielt noch mit beim Kinocast Adventskalender. Ich habe es ja schon ein paar Mal angeteasert und auch so ein bisschen erwähnt. Am 24. gibt es einen ganz besonderen Preis zu gewinnen von den Innenstadtkinos Stuttgart.
Das heißt, alle hier aus der Region, für euch ist das am interessantesten, sage ich mal. Wenn ihr natürlich jetzt aus Berlin kommt und gewinnt, das ist vielleicht nicht so cool, weil das hat wirklich was hier mit den Innenstadtkinos zu tun und macht jetzt nicht viel Sinn, da mitzumachen. Aber doch, macht schon Sinn. Ja. Irgendwann alle Wege führen nach Stuttgart. Ja, aber es wäre doch schön, wenn es jemand... Wenn man aber mal tolle Kinos sehen will, kommt man in die Innenstadtkinos. Ja, Punkt, aus Ende. Na, das auf jeden Fall, aber es wäre doch schön, wenn es jemand hier aus der Nähe gewinnt, der da auch damit was anfangen kann. Also ihr ahnt schon, das hat was mit Freikarten zu und so zu tun. Ne? Also dann, ja, und wenn es nicht aus der Nähe ist und man hierher kommt, vielleicht ist dann sogar noch ein Meet and Greet mit dem Kinocast-Team drin. Aber ja, das können wir auf jeden Fall anbieten. Natürlich, wenn Corona das zulässt. Ansonsten, ich klicke hier gerade so ein bisschen durch die Fensterchen durch. Also am 23. gibt es einen schönen Matrix-Preis. Am 22. gibt es einen sehr fetten Preis zum Thema Joker. Genau, also würde ich auf jeden Fall mal mitmachen, sage ich dann nur so. Und es machen ja sehr viele mit. Ich bin ja jeden Tag völlig, mein Telefon schaltet ab, ich glaube ab 7 Uhr oder so, schaltet es um aus diesem Nachtmodus raus in den normalen Modus. Dann kriege ich dann immer Notifications, wenn eine E-Mail kommt. Und es ist total krass, wie viele hunderte E-Mails da pro Tag eingehen. Das ist Wahnsinn. Also ich muss es wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr wieder anders machen, dass es irgendwie in so ein Online-Dokument reinfließt, die Sachen, dass es nicht per E-Mail kommt. Aber ich freue mich sehr, dass es so gut ankommt, der Kalender mit den Fensterchen. War auch ein bisschen eine heikle Geschichte, das zum Laufen zu kriegen. Okay. Also macht da gescheit mit, hört oder empfehlt uns weiter, teilt den Kinocast, empfehlt den Freunden, Bekannten und auch euren Feinden und dann bis nächste Woche. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ciao. Der Kinocast.